So, Frühstück in unserem Hotel in Riestadt. Volker war eben ganz entsetzt. Er dachte zuerst, es gäbe keinen Lachs, aber dann hat er ihn doch gefunden. Danke. Du isst immer Bohnen und Ei. Und Stefan, oh, du isst heute auch Ei? Ja. So, ja. Ja, kann man mal machen, ne? Ja, dann guten Appetit. Und danach Pancake mit Ahornsirup und Brombeeren. Mm. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zum 11. und letzten Tag unserer Norwegen-Tour. Wir sind hier gerade losgefahren bei unserem Hotel und fahren jetzt wieder diese Reichsstraße, heißt es glaube ich Nummer 9, Richtung Süden nach Kristiansand. Da müssen wir heute schon um 13.30 Uhr ankommen. Insofern fahren wir jetzt auch keine großen Umwege, weil wir da irgendwie nicht, ja, weil wir da einfach keine Hektik haben wollen. Das ist jetzt 20 vor 10 und links von uns fließt die Otra, die könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, aber es ist so ein Fluss, ich glaube, der begleitet uns jetzt auch noch hier eine halbe Stunde. Wir verlassen jetzt auch so langsam, aber sicher die Hardanger Villa. Ich glaube, das ist hier noch Teil der Hardanger, des Hardanger Gebiets, aber das hört dann irgendwann auf. Und ja, man kann das auch schon sehen, die Berge hier, die sind halt komplett bewaldet. Ich versuche mal die Kamera da so hinzuhalten, da links kann man das wahrscheinlich sehen, vorne auch. Die Berge werden auch langsam niedriger, also es geht alles dem Ende zu, leider Gottes. Und das Video heute wird ein bisschen kürzer werden, zumindest was die Fahraufnahmen angeht. Ich erwarte einfach jetzt keine großartigen Sensationen mehr. Und was soll ich euch hier so eine Landstraße zeigen? Das wäre ein bisschen albern. Stattdessen wollen wir euch heute noch mal so ein bisschen erzählen, wie unser Resümee ausfällt zu dieser Reise, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, was mit den Motorrädern war, mit den Klamotten, mit den Unterkünften, was wir so vielleicht für praktische Tipps haben, den einen oder anderen, was man auf so einer Reise bedenken sollte. Also insofern ist heute eher so, ja, weniger Landschaft, weniger Norwegen, aber das habt ihr jetzt in den letzten 10 Tagen, glaube ich, auch zu Genüge gesehen, wie schön das hier ist in Norwegen. Geht mehr um so eine Art Fazit. Ah, ein Wasserfall. Der Reiersfossen. Kann man wahrscheinlich nicht so richtig sehen auf der GoPro, aber egal. Einer von ungefähr 100.000 Wasserfällen in Norwegen. Ach so, ich muss auch noch mal anmachen. Irgendwie werde ich gerade so ein bisschen wehmütig hier, weil ich genau weiß, solche Straßen werde ich bis auf weiteres erstmal nicht mehr fahren können. Guckt euch das an. Wie gemalt, auch am letzten Tag ist Norwegen immer noch schön. So, jetzt haben wir folgendes. Didis Reservelampe leuchtet schon eine ganze Zeit. Didi, kommst du noch durch? Deine Reservelampe, die leuchtet schon eine ganze Weile, ne? Ja, 18 Kilometer habe ich noch. 18? Ich muss mal gucken, wo die nächste Tanke kommt. Oh, das wird eng. Das wird eng, ne? Also der Tankkrimi geht weiter. Wir schauen mal. Dass wir so früh losgefahren sind. Uwe, was ist bei dir los? Mein Rasierer ist an. Was? Angegangen. Wir sind wahrscheinlich heute Morgen. Musst du in der Tasche? Ja, guck mal nach. Ja, guck mal her, du musst das summen. Wir summen hier. Hört man was? Ich habe eben gedacht, das ist irgendwie der Stromdings oder so. Notabschaltung. Oh Leute, ist das hier still am See? Psst. Und der See oder der Fjord, das ist kein See, ist ein Fjord, selbst scheint auch noch zu schlafen. Wir sind da eben, oh, die fahren die ganze Zeit an diesem Fjord entlang. Und hier ist jetzt so eine Ausbuchtung. Das ist auch schon die 100. Es ist ein Traum. Nicht ganz so traumhaft ist, dass ich kein Benzin mehr habe. Ich muss jetzt mal gucken, wo die nächste Tanke kommt. Aber zur Not müssen die anderen mal los. Kanister, ne? Leute, Norwegen ist lang und nichtweilig. Ich muss noch mal was zu dieser Gegend hier sagen. Wir sind da jetzt gar nicht mehr so weit entfernt von der Küste von Kristiansand. Das ist noch eine Stunde genau, 70 Kilometer. Also wir sind hier in Süd-Süd-Süd-Süd-Norwegen und
Ich überlege ernsthaft, ob ich hier nochmal mit meiner Frau mit dem Wohnmobil herfahre. Das ist ja dann überhaupt nicht weit eigentlich. Also das ist irgendwie, wie gesagt, eine Stunde, von, wenn man mit der Fähre rübersetzt. Und Leute, glaubt mir das, das ist hier wunderschön. Man muss nicht irgendwie erstmal 5 Tage nach Norwegen hochfahren, bevor es schön wird. Es ist gleich am Anfang, also hier zum Beispiel, das ist hier der Biglandsfjord, so heißt der. Einfach geil. Und hier kommt ein Campingplatz nach dem nächsten. Und die sehen alle super schön aus. Die sind auch nicht so vollgestopft. Also ich meine letztendlich, wir haben jetzt Mitte Juli, also wirklich Ferienzeit. Digga, geht's irgendwie gar nicht. Und trotzdem verteilt sich das hier alles irgendwie. Zumindest auf den Campingplätzen sieht das so aus. Und dann hat man hier halt immer diese, nicht nur diese Fjorde, sondern hier rechts jetzt auch gerade mal wieder so eine Stromschnelle. Diese Flüsse, hier gibt es auch überall Flüsse, ne? Also wenn man mal hier auf die Karte guckt, sowieso Norwegen ist, glaube ich, mehr Wasser als Land. Das ist unfassbar. Hier zum Beispiel auch wieder rechts. Da könnt ihr jetzt nicht sehen. Traumhaft. Wirklich traumhaft. Ja, da wir noch ein bisschen Zeit haben, wir müssen erst um 1:30 an der Fähre sein und liegen gut in der Zeit, haben wir uns überlegt, machen wir nochmal einen Abstecher runter von dieser Hauptstraße, die auch super schön war. Aber wir sind jetzt hier nochmal so eine kleinere Straße reingefahren, die 42. Frage mich nicht, wohin, ist auch, spielt auch keine Rolle auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt hier rechts von uns auch gleich wieder ein Fluss. Ich glaube, es gibt in Norwegen überhaupt keine Straße ohne Wasserbegleitung. Entweder See oder Fjord oder Fluss. Habe ich zumindest nicht einen einzigen gesehen. Da rechts, könnt ihr das ja ahnen, da fließt der Fluss entlang. Und ich muss vielleicht auch noch mal generell sagen, mir hat es im Landesinneren sogar noch besser gefallen. Wir sind ja am Anfang der Reise so ein bisschen Nordsee da bis zum Atlantik hochgefahren. War auch super schön und da war natürlich auch immer mal so ein Berg im Weg, wo man rumfahren musste, über den Pass rüber, um so einen Fjord rum oder so. Das war auch alles total geil. Aber mir haben die letzten Tage tatsächlich noch besser gefallen hier im Landesinneren. Das ist halt ein bisschen ruhiger. Ich muss auch sagen, diese Touris-Hotspots, also was haben wir denn gesehen? Ja, der Geiranger Fjord da oben, das ist natürlich schön, ja, ohne Frage. Aber da sind dann natürlich auch immer sofort 5 Milliarden Leute, die das auch schön finden. Ich will nicht sagen, das kann man sich schenken, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, so schlimm war es dann auch nicht. Aber im Grunde genommen würde ich einfach mal so salopp sagen, es spielt in Norwegen fast keine Rolle, wo man längs fährt. Es ist einfach überall schön. Es ist wirklich so. Also ich habe nicht eine Stadt, nicht einen Ort, nicht eine Straße, nicht eine Gegend jetzt hier erlebt in den letzten 11 Tagen, wo es nicht irgendwie schön war. Also insofern, wenn ihr auch nach Norwegen kommen wollt, ob nun mit dem Motorrad oder mit dem Auto, Wohnmobil, was weiß ich, keine Ahnung, macht euch doch nicht so einen Kopf irgendwie nach dem Motto, das muss ich sehen, das muss ich sehen, das muss ich sehen. Ist scheißegal, fahrt einfach drauf los. Es ist wirklich tatsächlich überall schön. Das habe ich auch so noch in keinem anderen Land erlebt. Aber in Norwegen ist das so. Was natürlich nicht heißen soll, dass man jetzt nichts planen sollte. Ne? Klar, wenn man so eine Tour macht, am Ende überlegt man sich ja natürlich trotzdem, was man sehen will. Aber wie gesagt, für mich das Landesinnere mindestens genauso schön wie die Orte an der Küste. Oh, jetzt müssen wir hier rechts. Und gerade natürlich auch so die kleineren Straßen, die kleineren Wege, das ist ja immer so, sind eigentlich auf jeden Fall auch immer einen Blick wert. Und auch diese Straße, wir mussten jetzt nochmal abbiegen, noch kleinere Straße. Das ist jetzt die 405, die führt jetzt runter zur Küste. Wie im Märchenland, Leute. Ich weiß, ich nerv wahrscheinlich so langsam. Ihr könnt das wahrscheinlich gar nicht mehr hören, auch dass das irgendwie über die Actioncam nicht so rüberkommt. Aber wenn diese Straße hier in Deutschland irgendwo wäre, oder so bei uns in Norddeutschland zumindest, ich bin mir sicher, die würde sofort gewählt werden zur Straße des Jahres und würde auch bevölkert sein mit Motorradfahrern, wahrscheinlich sogar auch mit allen anderen Fahrern. Und hier kein Mensch. Oh, hier hat aber einer gebremst. Guck mal. Was sind das denn für Bremsspuren?
absoluter Wahnsinn, diese Straße. Sogar fahrerisch interessant. Das merke ich auch immer daran, dass irgendwie nicht mehr mein Bruder hinter mir fährt, sondern Volker und Stefan. Die sagen, Alter, gib Gas da vorne. Lass mal eine Kurve fahren. Traumhaft. Traumhaft. Leider Gottes gibt es ja nun mal hier die Geschwindigkeitsbegrenzung in Norwegen. 80 auf Landstraßen. Gut. Muss jetzt nicht immer Strich 80 fahren, aber so richtig viel schneller sind wir, fährt man dann doch eher selten. Zumal ja die Strafen hier auch empfindlich hoch sind. Und irgendwie will man ja auch nicht hier mit 180 irgendwie über die Landstraße ballern. Das würde überhaupt nicht passen. Und da würde man ja auch keine Elche sehen. Ne? Und wir haben ja so viele Elche gesehen, wie schon lange nicht mehr. Was mir gerade auffällt, hier wird ja gebaut. Diese Brücke wird offensichtlich renoviert. Ich habe in Norwegen auch ganz, ganz selten nur Baustellen gesehen. Ganz im Gegensatz zu Deutschland. So, dann wollen wir mal so ein kleines Fazit ziehen zur Reise. Wir fangen mal an mit Volker. Volker war ja mit seiner Harley unterwegs und entgegen der landläufigen Meinung vieler User ist sie nicht kaputt gegangen. Volker, schön ins Mikro sprechen, wenn du was sagen möchtest. Noch sage ich nichts. 1, 2, 3, Test. Ja, erzähl mal, was fangen wir mal mit der Maschine vielleicht an irgendwie? Ich fange einfach mal mit den Nachteilen an. Ja? Ich fange mal mit dem an, was eigentlich gerade bei so einer schweren Maschine, die wiegt 320 Kilo, rangieren ist eine Qual, das ist einfach so. Ja. Wenn man auch auf unebenem Boden steht, dann das kostet einfach Kraft, das Ding dann zu bewegen. Und man sollte sich auch vorher genau überlegen, wie man die abstellt. Ne? Nicht, dass man Bug voran, Berg absteht, das ist immer scheiße. Wenn man rückwärts raus muss, das kann man vergessen. Also das Gewicht ist echt ein Nachteil. Dann der Tank ist ein bisschen klein. Reichweite liegt ungefähr so bei 250 Kilometern. Im Schnitt, das war so ein Verbrauch von ungefähr um die 6 Liter, ein bisschen drüber. Was ich sehr schätze an der Maschine ist einmal der Riemenantrieb, der ist einfach wartungsfrei. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, keine Kette schmieren, kein gar nichts, auch nicht spannen. Dann die Bequemlichkeit einfach, du sitzt auf dem Ding einfach super bequem. Und die filmen das auch nochmal, das ist eigentlich ganz interessant. Hier ist ein Gelkissen drunter. Viele werden jetzt sagen, ach du Scheiße, musch. Aber du siehst es nicht, aber es ist total bequem. Ja, ja. Ne? Ja. Ich habe wirklich die ganze Strecke über keine Probleme mit dem Sitzen gehabt. Und auch die nach vorne verlegte Fußraste ist sehr, sehr angenehm. Also ich muss nicht irgendwie mal die Beine raushängen oder so. Und auch der zu dir gekröpfte Lenker, du sitzt einfach super bequem auf dem Ding. Und von der Motorleistung her ist es dicke ausreichend, was das Ding hat durch das Drehmoment. Ja, vor allem, was ich immer wieder jedes Mal überraschend finde, ist, wie sportlich, wenn du willst, wie sportlich du damit umgehst. Ja, du kannst mit der einfach schnell fahren, wenn du es drauf anlegst. Also ganz enge Serpentinenkurven sind natürlich auch anstrengend, das ist einfach so. Und irgendwann setzt dann auch rechts der Auspuff relativ früh mal auf. Ja. Aber du kannst auch... ich meine, man sieht das ja auch an den Reifen, du kannst wirklich bis zur letzten Rille fahren. Ja. Ne, das ist alles kein Problem. Okay, und gut. Dann von daher für mich die ideale Reisemaschine, ist einfach so. Ja, warum nicht? Gut, und wenn du jetzt mal so die letzten 11 Tage im Kopf so zurückdenkst, was ist dir so hängen geblieben, was fandst du am schönsten? Also einfach die Landschaft hat mich total begeistert. Das ist das, was auf jeden Fall hängen bleiben wird. Dann sollte man sich vorher genau überlegen, mit wem man fährt, weil so 11, 12 Tage, das ist dann doch schon eine Zeit. Und das hat bei uns einfach, das muss ich einfach mal sagen, Jungs, das hat gut harmoniert. Ja. Uwe, alles gut. Das hat sehr gut harmoniert und bleib einfach. Genau. Also das ist in meinen Augen einfach wichtig. Wir haben mit dem Wetter eigentlich auch Glück gehabt. Ne? Gut, wir hatten ein paar Mal... auch richtiges Pisswetter. Ja, wobei, das muss man ehrlicherweise sagen, da kannst du natürlich echt Pech haben in Norwegen. Ja. Das ist anders. Eigentlich kannst du da überall ein Pech haben. Ja, aber in den Alpen eher weniger. Ja. Also das geht hier viel schneller. Norwegen, sagt man ja, ist prädestiniert für scheiß Wetter. Ja. Aber da haben wir wirklich noch Glück gehabt, finde ich. Ja. Ja, irgendwas Praktisches noch, was du irgendwie, also wir haben Leute, ja mal so Kleidung. Bisschen... Wenn ihr Kleidung kauft, gut, wir haben ja meistens alte Hasen bei uns, die User, das sind ja meistens alte Hasen. Ja, ja. Aber wir haben auch immer wieder Leute, die sagen, wir finden das gut, wenn ihr mal so Tipps gebt.
Und regensichere Kleidung. Glaubt den Herstellern nicht alles. Probiert, er stellt euch notfalls unter die Dusche zu Hause mit den Klamotten. Ja. Ob das wirklich dicht ist. Ja. Und wenn einer Gamaschen hat, dann zieht die Gamaschen unter die Hose. Nicht, dass das Wasser oben in die Gamasche reinläuft und dann unten in die Schuhe oder so. Das sind alles so Sachen, wo man drauf achten muss. Ja, das ist eigentlich im Grunde genommen so alles, ja, ne? Okay. Was man beachten müsste und sollte. Wunderbar, Volker. Ja? Danke sehr. So, Stefan. Stefan hat ja eine, wie lange hast du eigentlich jetzt die XR? Die hast du irgendwie auch schon ein halbes Jahr oder so, ne? Vier Monate habe ich jetzt, genau. BMW F900 XR, ein sogenannter Crossover, aber schon reisetauglich, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja auch mal gucken, wo ich herkomme. Ich hatte ja auch immer die großen Adventure-Bikes bisher gefahren, die Vollfeldstufe mit mindestens 150 PS und solche Scherze. Ich bin richtig froh, dass ich auf die sogenannte Mittelklasse runtergegangen bin, weil gerade in diesem Geläuf macht es einfach Spaß, diese unendliche Wendigkeit zu haben. Mhm. Was man vielleicht beachten sollte, ist, ich habe hier manche Veränderungen vorgenommen, also beispielsweise den Motorschutzbügel hier. Und der ich filme mal von der Seite hier. Ja, erzähl mal. Ja, nee, komm mal ruhig. Ja, das ist ein bisschen blöd im Licht irgendwie, oder? Willst du da was zeigen? Ja, da, hier will ich was zeigen. Also okay. Das ist nämlich der, der hier als erstes in Rechtskurven aufsetzt. Ja. Und das ist noch relativ easy. Ja. Auf der anderen Seite hingegen ist der nachgerüstete Hauptständer, derjenige, der jetzt hier unten ankommt, der ist von Original BMW, aber eben nachgerüstet. Ja. Und das ist schon eine Ecke härter. Wenn der einhakt, dann... Das ist scheiße, ne? Ja, ist scheiße. Ja, ja. Ansonsten finde ich das Bike rundum geil. Ich bin begeistert von dem Motor, auch wenn es ja so ein, der jetzt übliche Zweizylinder nur ist. Getriebe ist prima. Was ich noch rausfinden muss, ist, sie ist hinten extrem hart gefedert. Du musst vor allem die mal waschen, Stefan. Ja, Putzrückstand hat sie auch. Naja, die ist aber auch tiefer gelegt, das solltest du dazu sagen. Das, ne? Eben ist sie, ein Kumpel von mir hat sie mit dem elektronischen Fahrwerk. Ja. Das kann ich nicht machen wegen der Tieferlegung, 2 Zentimeter aus der Sitzbank und 2 Zentimeter aus dem Fahrwerk, weil ich so ein bisschen kurze Beine habe. Ja. Ja, 2 Sachen noch zum Negativen oder 3 vielmehr. Auf der einen Seite ist hier, vielleicht kommst du mal rüber hier nochmal, die Musik spielt jetzt hier. Das ist nicht BMW-spezifisch, aber ich frage mich wirklich, wie man auf die Idee kommen kann, hier und dann auch noch so eine altertümliche. was mache ich denn da? Den Zigarettenanzünder reinstecken oder was? Wer macht denn sowas? Ja. Und das Zweite, was mich nervt, ist, es gibt natürlich nach wie vor keine Möglichkeit, den Inhalt des Handys auf das Display zu spiegeln. Du meinst so Apple CarPlay oder Auto oder so, ne? Ja, und das hier, liebe Leute, ne, das ist ja wohl ein Scherz. Liebe BMW-Qualitätsabteilung, 4 Monate ist das Ding alt. Ja, aber das ist, glaube ich, nicht normal, oder? Das kann nicht. Nee, normal ist das nicht, hoffentlich nicht. Nee, nee. Das ist schon echt, das ist schon krass, das stimmt. Also da, liebe Qualitätsabteilung, ruft mich doch mal an. Ja. Aber der Sound übrigens, entschuldige, dass ich dich unterbreche, den Sound fand ich echt bemerkenswert. Ja, ja. Zumal das ja die Serientüte ist, ne? Ist ja jetzt absolut Serie. Das fand ich auch. Das hat mich wirklich beeindruckt, wie das Ganze zusammen. Und wie gesagt, das Motorrad, bis auf die knallharte Federung hinten, aber da hast du vollkommen recht, das muss man mal checken, ob das mit der Tieferlegung zusammenhängt. Ist das wirklich ein geiles Bike. Also Licht und Bremsen und was weiß ich noch alles. Ja. Und man kann sie wirklich hart dran nehmen. Das macht Spaß. Hast du auch gemacht, wie wir gesehen haben. Ja. So, und jetzt mal abseits von der Maschine. Was sagst du, kannst du dich mal so hinstellen, damit man irgendwie dich zur Reise. Was ich im Anschluss an Volker sagen würde, das ist genau richtig. Also mich am meisten beeindruckt diese Hochebenen. Ja. Wenn man natürlich hier dauernd Pässe fahren will, wie in den Alpen, dann ist das vielleicht nicht so richtig hier. Aber die Hochebenen und dann ein paar Pässe und so weiter, die Kombination war einfach super. Mhm. Was man aber auch sagen muss, ist, in den Alpen hast du natürlich, wenn es wie hier regnet oder in den Alpen auch regnet, du kannst dem besser ausweichen. Ne? Ja. Das ist halt auf der einen Seite so. Das stimmt, das ist hier natürlich irgendwie nicht so. Und du hast recht, man fährt hier auch teilweise gerade, man fährt ja auch mal unten, man ist nicht immer so oben am Rumdaddeln. Ja, und das ist auch noch ein Teil, man hat hier mit extremen Temperaturunterschieden zu arbeiten. Das stimmt. Also drunten ist manchmal 23 Grad und oben sind dann 10, 11, irgendwas in der Richtung. Auch in den Tunnels, ne? das war echt krass, das stimmt. Insofern, was die Klamotte angeht, muss man schon so ein bisschen, man muss einfach beides dabei haben. Ne? Naja gut, also ich stehe auf das Zwiebelprinzip. Ich habe ein T-Shirt an, Hoodie und darüber die
luftdurchlässige Jacke, das geht für unten. Ja. Und oben dran dann einfach die Billigtüte von Regending. Das ist sowieso so eine Sache. Ne? Da muss man nicht viel Geld ausgeben. Ne? Das kann irgendwie diese 10-Euro-Louis-Sache sein. Scheiß drauf. Ja, genau, Hauptsache Regen. Und Wind dich dann. Und Wind, genau. Ja. Wind vor allem. Ne? Also ich habe auch oft meine Regenhose angehabt, gar nicht mal, weil es geregnet hat, sondern weil mir kalt war. So, und diese Meshhose hier, ja, genau. So schön sie ist, aber die hast du ja auch. Ja, genau, habe ich auch. Die hält dann einfach nicht warm genug. Ne? Nee, und das ist ein einfacher Trick für einen Zehner, das Ding über geworfen, geht schnell, genau. Weiter geht's. Wunderbar. Gut, danke Stefan. Gerne. So, Uwe, erzähl du mal irgendwie ein, zwei Sachen. Ich weiß, du bist immer so ein bisschen wortkarg, auch was dein Bike angeht, aber ist dir noch irgendwas aufgefallen jetzt während der Reise, was dir neu war an der Maschine oder keine Überraschung? Überraschung, ja. Ich habe meine rechte Hand tut mir seit einer Woche weh, was überraschend ist, weil die linke Hand tut mir nicht weh. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hab mal von wegen dieses typische Handrücken. Ja, ich weiß auflegen, nicht. Wir haben ja, wenn ich absteige und den Griff vom Gas nehme, vom rechten, dann muss ich irgendwie ein, zwei Minuten rumzupseln. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich habe mal einen Motorradtest gelesen, als ich mir die gekauft habe, von vor 15 Jahren. Und da hatte der Tester geschrieben, dass die Lenkerenden der Bände sehr komisch geköpft sind, ja. Was mir nie aufgefallen ist. Ja, ja. Vielleicht ist da was dran. Was dafür spricht, ist eben, dass mir die rechte Hand wehtut. Was dagegen spricht, ist, dass mir die linke Hand nicht wehtut. Und was auch dagegen spricht, ist, dass ich seit 40 Jahren Motorrad fahre und schon ganz viele Motorräder hatte und das nie hatte. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch meinem Alter geschuldet. Ja. Das kann gut sein. Ja. Und allgemein, ja, ein sehr leicht zu fahrendes Motorrad. Ich würde sagen, dass es kann jeder fahren, auch ein 18-jähriger Fahranfänger könnte das fahren, wenn er sein Gehirn einschaltet. Vielleicht für jemanden, der die Reise verfolgt hat und auf den Geschmack gekommen ist und kein Motorrad hat zurzeit, vielleicht wieder einsteigen in unserem Alter und sich überlegt, ich kaufe mir eine 500er oder 650er, braucht ihr nicht, kauft euch so einen 4-Zylinder, 1000er, 4-Zylinder Japaner, kann man nichts mit falsch machen, fährt immer. Und klingt auch geil übrigens. Klingt auch geil, ja, okay. Ja. Gut, du hast jetzt natürlich hier so einen extra Topf, aber der Originaltopf klingt auch geil. Also halt ein Vierzylinder. Ne? Ja, raufsetzen, losfahren und alle 300 Kilometer tanken, das war's, wirklich. Das ist, gilt für alle japanischen Dafür ist die Bandit aber auch wirklich bekannt. Also die Bandit ist echt so ein Arbeitstier, die geht nicht kaputt. Nee. Du hast recht, das ist fast bei allen Japanern, aber ich glaube, das ist bei der tatsächlich besonders ausgeprägt. Richtig geiles Bike. Ja. Gut, so allgemein zur Reise, gab es irgendwas, was du anders gemacht hättest oder besser? Nee, also ich fand die Tour, die wir gemacht haben, sehr schön, wunderschön. Ich habe auch sehr genossen unsere Unterkünfte, was nichts mit der Motorradtour zu tun hat, aber vielleicht für die Leute, die, einige haben mir, glaube ich, geschrieben, die überlegen, das vielleicht nachzufahren oder in Teilen nachzufahren. Ich kann alle Hotels, bis auf eine Ausnahme, über die, das ist der mit dem komischen Namen, alle Hotels waren toll, die Städte waren angenehm. Wir haben überhaupt keine Probleme gehabt, ein Restaurant zu finden. Sag mal, allgemein, das hätte ich eigentlich die anderen beiden auch fragen können, aber ich frage dich das mal stellvertretend. Ja. Wir sind ja am Anfang eher am Meer gefahren und die letzten Tage mehr so im Landesinneren. Ja. Was hat ihr da? Ich würde, wenn ich das alleine nochmal machen würde und auf niemanden Rücksicht nehmen würde, ich würde die ganze Zeit am Meer längs fahren. Ich würde die ganze Westküste hochfahren. Das ist ja witzig. Ich nehme mich genau nicht. Ja, also ich fand das Landesinnere schöner. Also ich finde beides geil. Ne? Ja, ich weiß, beide seinen Reiz. Ja. Aber ich habe eben gerade die ganze Zeit erzählt, wer mal irgendwie nicht so viel Zeit hat, nur 5 Tage, der kann rübersetzen hier und dann einfach hier unten so ein bisschen rumgurken. Super schön. Ja, ich fand das ab Haugesund die... Das Meer halt. Ja. Okay, gut, danke. Ja, bitte. Jo, weiter geht's mit Dietmar. Dietmar, sag mir doch mal erstmal was zu deiner Maschine, die du heute oder beziehungsweise die letzten 2 Wochen gefahren hast. Ja, Duc Multistrada V4S haben wir ja freundlicherweise von Ducati geliehen bekommen für diese Reise. Es ist ein super geiles Adventure-Bike tatsächlich, für so eine Norwegen-Reise wie gemacht. Ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte eigentlich gedacht, so als ich mit den Leuten da gesprochen habe, ja, wir geben dir eine Multistrada, ich dachte, oha, so eine sportliche Angelegenheit. Das ist aber, sie ist natürlich sportlich, ist eine Ducati, aber sie ist vor allem sehr komfortabel.
Die ist super komfortabel. Also ich habe super geil hier gesessen. Ich habe nie Rückenschmerzen bekommen. Gut, ich meine, wenn man 7 Stunden Motorrad gefahren ist, dann ist man auch mal gut. Ne? Da hat man keinen Bock mehr. Aber klar, du hast ja vor allem vom Fahrwerk geschwärmt. Ne? Du hast gesagt, okay, bei diesen Straßen kann man die Motorleistung auch nicht ansatzweise ausnutzen. Auch mal nicht. Aber das Fahrwerk hat dich total begeistert. Ja, ne? Das Fahrwerk, das habe ich auf Automatik gestellt. Also ich habe eigentlich immer nur 2 Modi genutzt. Hier bei der Maschine der 4 Modi. Ich habe aber immer nur entweder Touring genutzt oder Sport. Also wenn wir da mal diese Pässe, wenn wir da mal geballert haben, dann habe ich natürlich auf Sport geschaltet, dann wird die echt straff, ne? Ja. Also das merkst du, dann kriegst du auch mehr Rückmeldung und so. Und den Touring-Modus habe ich halt auch super weich eingestellt. Und ich würde mal sagen, ich bin 90% der Tour in diesem Touring-Modus gefahren. Und dann, das habe ich irgendwie am Anfang auch 1-2 Mal schon erwähnt, das sind alles so Sachen, wo wir oft gerne in den Tests sagen, braucht man alles nicht. Ne? Also hier von wegen Tempomat, Blindspot, Detection, also hier dieser Totwinkelwarner, dann die Radargeschichte. Aber auf so einer Tour ist das echt, also ich würde nach wie vor sagen, man braucht es nicht unbedingt. Aber wenn man es hat, ist es schon irgendwie geil. Ne? Also du stellst da dein Tempo ein und dann macht er das irgendwie alles automatisch. Und es hat auch alles an der Duck hervorragend funktioniert. Na gut, sie ist jetzt auch relativ neu, muss man dazu sagen. Ja, ne? Nee, die hat 10.000 runter. 10.000? Also, ja. Also die ist trotzdem, die ist wahrscheinlich ein Jahr alt oder so. Ja. Also was, 2-3 Kritikpunkte habe ich aber an der Maschine. Also ich würde mir die tatsächlich mit einem anderen Auspuff bestellen. Mhm. Weil den Sound fand ich irgendwie... Also sagen wir mal so, auf der Maschine hörst du kaum was von dem. Du hörst im Grunde genommen eigentlich immer nur die Mechanik des Motors, ja. Dieses Gemalme. Ne? Ich habe nichts dagegen. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ist nicht so, dass mir der Sound nicht aber gefällt. Aber das ist auch mir aufgefallen. Du hast eigentlich von der, du hörst Mechanik, aber du hörst keine Lebensäußerung. Nee, sagen wir mal so. Nur wenn du Gas gibst, ne? Dann blubbert er ein bisschen. Ja. Aber ansonsten hörst du einfach nur dieses Gemalme da vorne. Und das fand ich ein bisschen, für eine Ducati, sagen wir mal, fand ich das ein bisschen dürftig. Also, außergewöhnlich, ne? Sagen wir mal so. Ja, dürftig. Also da würde ich tatsächlich dann sagen, okay, da gebe ich nochmal 500 Euro oder ich weiß nicht, was ein Acra da kostet. Vielleicht auch ein Tausender noch aus, damit ich ein bisschen mehr Sound habe. Ich erinnere mich, dass du noch was hattest. Und zwar ist das die Bremswirkung des Motors. Das gefiel mir auch nicht so gut. Das wollte ich gerade sagen, genau. Das ist natürlich Geschmackssache. Ne? Also die hat eine extrem hohe Bremswirkung, die Maschine. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe es versucht einzustellen, habe ich aber nicht gefunden. Ich glaube, man kann es auch nicht einstellen. Das ist wirklich so, wenn du vom Gas gehst, dann taucht sie fast vorne ein. Jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber also das ist mir zu viel. Ich weiß, was du meinst. Man merkte das ja auch. Wir mussten dann meistens schon bremsen. Obwohl ich kein Bremslicht hatte. Ne? Wenn du nur Gas weggenommen hast, genau. Mhm. Genau, das finde ich auch ein bisschen unglücklich. Und ich fand, das habe ich auch schon einmal in einem Video gesagt, ich fand die Getriebeübersetzung zwischen dem, komischerweise nur zwischen dem 4. und dem 5. unglücklich. Das finde ich irgendwie, also ich bin oft zwischen den beiden Gängen hin und her geswitcht. Und eigentlich ist das ja ein Bike, es ist ein Adventure-Bike. Ne? Und ich kenne das halt so von meiner KTM oder von BMWs, dass du da eigentlich eher untertourig mit unterwegs bist. Ne? Und das ist aber hier nicht so. Also ich habe es trotzdem gemacht, aber der Motor... Sagen wir mal so, alles ab 3.000, ne? Da fühlt er sich wohl. Ja. Aber eigentlich, das ist halt eine Ducati, ne? Eigentlich will die halt ein bisschen Drehzahl haben. Genau, die jubelt gern ein bisschen. Ja, und das kann man natürlich machen, aber ich finde aus so einer Tour, weiß ich nicht. Also ich bin super mit ihr klargekommen, ne? Das ist, funktioniert alles super. Diese ganzen Annehmlichkeiten hier, Sitzheizung, Heizgriffe. Ich habe die Sitzheizung tatsächlich oft benutzt. Ja, die ersten Tage auch, als es so kalt war. Nee, nicht nur die ersten Tage, auch vorgestern. Ach, du bist auch ein Warmduscher. Ich bin ein Warmduscher, ja, aber in der Hardanger Widder oder in Jotunheim, da waren 11 Grad. Da habe ich das Ding angemacht. Ich habe warme Eier gehabt, ihr nicht. Irgendwie, ne? Genau. Also es ist echt eine geile Maschine und vor allem, was ich super gut finde, ist der Windschutz. Also nicht nur, dass der einfach verstellbar ist, sondern der funktioniert einfach total geil. Also es ist eine tolle Maschine. Vielen Dank. Sag nochmal ganz kurz was zum Koffersystem. Ach so, ja, genau. Gut, dass du das sagst. Also erstmal die Koffer sind bei der Travel Edition hier dabei. Die sind schön groß. Es sind leider keine Toploader. Ne? Also ich mag Toploader lieber. Ganz einfach deshalb, wenn ich das jetzt hier aufmachen würde, dann fällt alles raus. Klödert das alles raus. Aber also, da sind bestimmt noch Riemen zum Sichern, oder nicht? Ja, da sind Riemen zum Sichern, klar. Mhm. Das ist alles okay. Die sind auch schön groß. Insgesamt 60 Liter. Ganz geil. Übrigens, by the way, vielleicht nochmal ein praktischer Tipp. Wenn ihr eure Maschine packt, dann solltet ihr das so machen, dass ihr an die Koffer eigentlich nicht ran müsst. Also ich hab das so gemacht, ich habe hier rechts so diese ganzen Klöterkrams, den man eigentlich gar nicht braucht. Also so Werkzeug,
Notdinger, also wenn man mal einen Unfall hat, alles das, ne, was man halt... Ja, das habe ich bei mir genau anders gemacht. Ich habe gerade das Notfallset als oberstes gelegt, weil wenn mal was ist, das, da muss man sofort ran. Ja, komme ich ja auch. Ach so, okay. Aber ich habe halt in dem einen Koffer dieses ganze Gerödel, was man eigentlich nicht braucht. In dem anderen Koffer habe ich die ganzen Regenklamotten. Ach so, das warst du, ja, genau. Genau. Mhm. Und das, worauf ich hinaus wollte, ist, was ganz cool ist, ich habe ja eine Rolle und da ist alles drin, was ich im Hotel brauche. Da ist sogar mein Notebook drin und die ganze Technik und so. Und also es ist einfach praktisch, wenn man nur eine Tasche hat, die man abnehmen muss. Es nervt total, wenn du ankommst, irgendwie bist du sowieso schon völlig kaputt. Möglichst auch noch im Regen und dann musst du auch noch im Koffer irgendwas rausholen. Also immer so packen, dass man nur eine Tasche mit ins Hotel nehmen muss. Ne? Didi, jetzt sag noch, was hat dir an der Reise gefallen? Also ich bin völlig begeistert. Du hast es ja auch schon gesagt, die Landschaft ist hier einfach umwerfend. Ne? Und das ist auch so, finde ich, in Norwegen, du kannst eigentlich hinfahren, wo du willst. Also ich meine, wir waren jetzt nur in Südnorwegen, also Fjordnorwegen, ne? Wie das da oben am Nordkap ist, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber hier unten ist das überall schön, man muss sich da überhaupt gar keine Gedanken machen, wo man hinfährt. Es ist auch günstiger, als ich gedacht habe. Also es ist nicht günstig, ja, bitte, so weit sollte man jetzt auch nicht gehen, aber... Aber sagen wir mal, es ist nicht so exorbitant teuer, wie man gedacht hat. Also wir haben jetzt, wir können das ja ruhig sagen, wir haben jetzt insgesamt mit allem, ja, also mit Hotels und so weiter, so knapp über 2000 Euro ausgegeben. Ah nee, Benzin ist da nicht drin, aber also Hotels, Fähren und Essen waren etwa 2000 Euro plus Sprit. Entschuldige, dass ich einmal unterbreche. Ja, bitte. Sprit, sag noch mal ganz kurz, die Tankstellen. Alles nur mit Karte, ja. Dann nichts über 95 Oktan, also das ist eigentlich Klingelsprit, der für die meisten Fahrzeuge ausreicht. Aber wer hier mit so einem hochfrisierten Teil ankommt, der ist hier aufgeschmissen. Ja, ja, bis auf Shell, die haben sogar V-Power gehabt. Naja, die Circle K haben auch 98 teilweise, ja. Aber du hast recht, das ist eher selten so, ne? Meistens einfach nur 95, meistens sogar E10, ne? Manchmal auch E5. Achso, übrigens, das wollte ich noch gesagt haben hier zur Duck. Durchschnittsverbrauch, die ist ja immer kritisiert worden, dass sie so viel säuft. Ne? 5,6 habe ich verbraucht. Also ist völlig okay. Ne? Okay, aber bei unserer Reisegeschwindigkeit. Ne, ja, was heißt unsere Reise? Du kannst ja nicht schneller fahren. Nee. Also darf man zumindest. Meistens ist man so im Bereich von 70, ab 80 oder 90 unterwegs. Mehr ist eigentlich auch nicht drin. Genau. Ich würde gerne noch ein, zwei Sachen zu dieser Reise loswerden. Und zwar, was ich echt schade finde in Norwegen, das wäre echt eine Geschäftsidee, dass es so wenig Cafés gibt. Stimmt. Also unterwegs irgendwie, wenn mal so ein Schild da war, Kaffee oder so, dann war das meistens irgendeine scheiß Tankstelle, wo man ja eigentlich nicht anhalten will. Wo der Kaffee, auch wenn es welchen gibt, sehr mäßig ist. Ja, der Kaffee selbst ist auch nicht so toll. Also das ist echt die Geschäftsidee, Leute, wenn ihr irgendwie keine Ahnung habt, was ihr beruflich machen sollt, macht einen Kaffee in Norwegen aus. Da werdet ihr alleine schon aufgrund der ganzen deutschen Wohnmobilfahrer genug Geld verdienen wahrscheinlich, die hier alle rumgurken. Stimmt, ja. Was ich noch ein bisschen schade fand hier in Norwegen, ist die Tierwelt. Also Elche haben wir sowieso nicht gesehen, klar, Orcas haben nur wir einen auch nicht gesehen. Aber auch ansonsten, jetzt überleg mal, wir haben überhaupt keine Tiere gesehen. Ja, das stimmt. Nicht mal irgendwelche Greifvögel. Also irgendwie komisch. Apropos Tiere, das einzig Positive war eigentlich die Abwesenheit von Mücken, fand ich richtig gut. Ja, das stimmt. Mücken haben wir auch kein Problem gehabt, genau. Naja, vielleicht sind die Tiere alle im Urlaub in Schweden gerade, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ich gucke nochmal hier auf mein Zettelchen. Ja, zu den Fähren vielleicht nochmal. Also man fährt hier ständig Fähren. Es ist wirklich immer gleich, es dauert immer eine Viertelstunde und es kostet immer so 10, 12 Euro. Ne? Also das ist genau, auch eine ganz Motorradfahrer kann man immer ganz nach vorne fahren. Genau. Ja, dann war es das, ne? Genau. Leute, das war's mal wieder. Digga. Ciao. So, jetzt sind wir hier angekommen in Kristiansand. Nicht so Sand. Eingecheckt und warten, dass es jetzt losgeht, Viertelstunde noch, dann dürfen wir auf die Fähre und dann haben wir auch keinen Bock mehr. Fähre fährt 4 Stunden, können wir ein bisschen schlafen. Leute, wir sind euch noch schuldig, wir müssen noch auflösen, wer am lautesten hier schnarcht. Die schnarchen nochmal. Wir fangen mal mit dem letzten an. Der am wenigsten wahrscheinlich ist nach Maßgabe unserer User. Ach so, ja, die User, das hören Sie an. Also die User haben gedacht, dass Stefan am lautesten geschnarcht hat und du am wenigsten laut. Ja. Wobei das stimmt im Grunde genommen, weil Volker hat das Schnarchen aufgenommen. Wer war da lauteste Schnarcher? Moment mal, ich konnte die ganze Nacht nicht pennen. Uwe hat so laut geschnarrt. Also ich hab echt gedacht, das kann nicht angehen. Immer dann habe ich gedacht, oh, jetzt kehrt Ruhe ein. Und dann war sie so. Okay, also es war Uwe. So, wir sind auf dem Schiff. Warum muss es eigentlich auf vier Schiffen immer so brüllend laut sein? Verstehe ich irgendwie gar nicht. Egal.
es ist, wie es ist. Da hinten in der Ecke, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, die beiden, der Falken, sitzen wir. Noch so ein Christian Sand, aber gleich fährt der Dampfer los. Ganz schön groß hier, das Fährschiff. Wenn Sie mal nach unten schauen wollen. Ja, genau. Ja, das war es dann auch mit unserer Videoreihe. Unsere kleine Norwegian Tour. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch, bei euren vielen Kommentaren. Ja, hat wirklich Spaß gemacht, die zu verfolgen und zu lesen und zu beantworten natürlich auch. Und ja, nochmal ein besonderer Dank an Daniela und Martin Kübner. Die sind die, glaube ich, bin ich ganz sicher, die halt ja, diese Tour ausgearbeitet haben, die mir einfach nachgefallen sind. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ja, wir fahren dann morgen von Bronnersdorf nach Hause. Das filmen wir dann nicht mehr, das wäre langweilig. Da fahren wir auf die A7 und geben Gas. Und dann hier in den Glückstadt, das wollt ihr nicht sehen, hören. Insofern war es das mit dieser Videoreihe. Ich grüße euch, wir grüßen euch. Hier noch auf Norwegen, aber schon bald auf Dänemark, auf Flugzeug.